So, hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Terraria Guides. Und heute geht es wieder um ein Boss-Item. Und zwar das Boss-Item vom Banner Cthulhu. Und ja, dann beschwören wir es einfach mal. Ich dachte, dann zeige ich mal kurz diesen Minikampf. Der wird nicht lang dauern. Und da haben wir es auch schon besiegt. Moment, sieht man hier. So, wo ist denn der Bag? Da ist er. Wir haben einen Treasure Bag bekommen. Können ja lassen Müll. Also wir haben einen Treasure Bag bekommen. Und wenn wir diesen Treasure Bag öffnen, ist Folgendes drin. Ein Brain of Confusion. Das ist ziemlich nice eigentlich. Ja, das ist eigentlich ziemlich nice. Ich habe das, schon mal früher benutzt. Also vor diesem Video. Und das sogar ziemlich lange, weil das auch wieder mal zum Bauen wie das Royal Gale nicht verkehrt ist. Es gibt noch so eine Kuppelarmee. Und was es macht, ist eigentlich richtig easy. Machen wir aus, dass das hier die ganze Zeit rum wirft. So, also. Wenn wir jetzt gegen Gegner laufen, oder die haben es halt getriggert, ne? Dann, okay, mach dieses Ding raus. So, dann passiert nichts so. Wenn wir jetzt aber hier das Brain of Confusion reintun, dann laufen die alle weg von mir. Weil die sozusagen, ja, die sind dann verwirrt. Und dann machen die irgendwelche random Aktionen, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Laufen weg, springen gegen eine Wand oder sowas. Das hält sich nicht so lange, aber das ist auch für den Hard Mode, für den Early Hard Mode ist es nicht schlecht, weil da die ganzen starken Gegner, die kann man einfach sozusagen komplett ignorieren, weil immer wenn die Gegner einlaufen, laufen die immer weg und dann hat man genug Zeit, keine Ahnung was, irgendwas anderes zu machen. Hier, das hält immer noch, der läuft immer noch dagegen. So, jetzt würde er mir wieder folgen. Aber bin ich schon über alle Berge. Ja, auf jeden Fall ist ein ziemlich interessantes und ziemlich gutes Item, allerdings funktioniert dieses Item nicht gegen komischen Gegner. Hier, wenn ich hier spinne, sieht man, macht nix. Aber wenn ich jetzt hier so eintreffe, dann verwirrt ich sogar noch so eine Fledermaus da unten. Das heißt, es hat auch so eine Range. Gegen komischen Gegner funktioniert es nicht, aber mich soll es nicht stören. Es funktioniert gegen viele andere Gegner und es ist ganz besonders im Early Game. Das bedeutet noch Pre-Hard Mode oder im Early Hard Mode ist das ein sehr, sehr gutes Item. Finde ich persönlich. Ja. Und in dem Sinne sage ich dann, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö.